Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Was wie neu? Gothic? Das hatten wir doch schon mal vor 5 Jahren. Ganz genau vor 5 Jahren, ihr Lieben, habe ich meinen Kanal gegründet. Habe als erstes Let's Play Gothic gewählt. Mein absolutes Lieblingsspiel, schon seit ich es von meinem Nachbarn damals bekommen habe. Und ich würde sagen, wir starten mal, oder? Weil ich habe hier nämlich eine besondere Variante von Gothic. Jetzt nicht zwar von der Grafik her, aber von seiner Art. Und zwar wurde es damals schon gewünscht, vor 5 Jahren, als ich Gothic das erste Mal gezockt habe, damals als kleine junge Zockerbraut. Gothic, die Welt der Verurteilten, ganz recht. Wir spielen das Gothic DLC, für mich auch ganz neu. Ich spiele es zum ersten Mal, das DLC. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ein kleines bisschen habe ich schon reinschmökern müssen, um zu schauen, ob die Aufnahmen funktionieren. Sollte funktionieren, sollte passen. Ich würde sagen, wir machen gleich ein neues Spiel, weil die Musik hier doch recht laut ist und ich befürchte, dass man mich da jetzt nicht so gut hören kann. Also ich erkläre dann ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter, wenn wir hier das Intro mal überstanden haben, ne? Also bis gleich dann. Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des II. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des II., Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der 4 Reiche am Myrtat. Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist.
bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Also momentan sieht's gut aus für uns. Okay, also wir sind hier jetzt im DLC. Ihr merkt es schon, Diego hat eine andere Rüstung an, also farblich. Ich bin wie gesagt sehr gespannt. Es sollen haufenweise neue Sachen dabei sein, also Items, ich glaube Blumen, Kräuter, auch Rüstungen, vielleicht auch Waffen sollen möglich sein. Vielleicht gibt es auch neue Viecher zum Besiegen, ich bin sehr gespannt. Vielleicht soll ich auch die Musik dann etwas leiser machen. Ist dann doch etwas zu laut im Hintergrund. Aber auf jeden Fall, ich erkläre mal kurz zum Charakter. Seitdem er von oben runtergeschubst worden ist in den Teich, hat er sich den Kopf angestoßen. Und seitdem hört er mich als seine Stimme in seinem Kopf. Das war schon vor 5 Jahren so und das hat sich heute nicht geändert. Das ist eigentlich bei allen Figürchen, die als Hauptcharakter einen Mann haben, die sind halt mit mir gestraft. Was soll man machen? Nicht jeder hat Glück. So, ein bisschen grafisch hat sich's, glaube ich, doch verbessert, muss ich sagen. Weil das eben in diesem DLC-Paket, in diesem Patch drinnen ist. Ich glaube, das ist jetzt nicht schlecht. Ganz gut. Und ich glaube, ich habe es auch geschafft, diese Grafikfehler, die ich beim ersten Let's Play hatte, zu beseitigen. Also der Anfang hier sah gut aus. Ich bin gespannt, wie es dann unten ist, wenn wir aufs Wasser treffen, ob hier noch irgendwelche grafischen Bugs sind oder wenn ich sehr viel Glück habe, habe ich das auch ausmerzen können. So, auf jeden Fall. Jo. Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Diego war dein Name, ne? Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt 3 Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Aha. Warum hast du mir geholfen? Ich muss mich da wieder ein bisschen angewöhnen an die Grafik. Ich bin schon die neuen HD-Geschichten gewohnt. Also warum hast du mir geholfen? Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Echt? Bullitt und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Oh. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Aha. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullitt und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt 3 Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Okay. Wo ist dieser Bullitt jetzt? Wo ist dieser Bullitt jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Okay. Und das ist halt auch das, was ich gemeint habe bei dem Gothic-Teaser, den wir vor einigen Wochen uns angeschaut haben. Ich vermisse halt das klassische Intro. Für mich ist ein Remake ganz, also für mich ist es ganz besonders wichtig, dass die ersten 5 Minuten sich anfühlen, als wenn ich jetzt das alte Spiel spiele, nur mit von mir aus neuer Grafik. Ne? Das ist halt mein persönliches Ding, sage ich jetzt mal. Klar gibt es Leute, die sagen, das kann man verzichten, das war echt schon cool, so wie es ist. Ja, es ist auch cool, einerseits, dass mit die Snapper kann man sagen, okay, ja, ist nett, es wirkt auch die ganze Welt schon ein bisschen größer, sage ich mal, ausgefüllter von mir aus, kann man sagen, okay. Aber, wie soll ich sagen, es fühlt sich an, als wäre es was Neues, ne? Was Neues, Altes. Aber jetzt nicht was Altes, Neues. Also was Altes in neuem Gewand von mir aus, ne? Egal. Wir sind jetzt hier in Welt der Verurteilten. Jo, ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier.
So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Oh. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Aha, und wer ist das, dieser Gomez? Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Aha, wie kann ich mich Gomez-Leuten anschließen? Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Torus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Ja, ein paar Erfahrungspunkte sammeln wir schon und vielleicht die eine oder andere Rüstung und vielleicht machen wir die eine oder andere Truhe auf, aber... Jo, Freiheit, Fragezeichen, wobei das eh ein recht cooles Gefängnis ist, ne? Man könnte das hier wirklich mal als Vorbild nehmen fürs echte Leben. Einfach so einen Landabschnitt nehmen, ne? Und die Gefangenen da sollen sich gegenseitig die Hucke vollhauen, ne? So, mal ganz ehrlich, so der eine oder andere Verbrecher, naja, hätte es eh verdient, ne? Also jetzt im Real Life gesehen, ne? Was ist mit den beiden anderen Lagern? Jo. Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Ach, es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Aha. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Aha. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Vielleicht haben sie einfach nur die falsche Nummer, ne? Oder das falsche Kraut. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Ach so, ja dann Prostmahlzeit, ne? Und wie komme ich jetzt zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Aha. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Ja, Gott sei Dank. Und wo kriege ich eine her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Alles klar. Vergolt's Gott und Pfidi. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Jo, freut mich. Kapitel 1. Die Welt der Verurteilten. Ja. Servus. Er wechselt immer zwischen seinen Rüstungen hin und her, ne? Also beim Video und bei den Kapitelwechseldingens ist er rot gekleidet und ansonsten gefällt ihm halt die blaue Rüstung besser. Er ist halt sehr modisch. Ja, gut. Sind wir wieder da, ne? Und wie es ausschaut, ich glaube, ich habe wirklich Glück, was Grafik betrifft. Ich glaube, das Wasser spinnt jetzt auch nicht. Oh, ein Erzbrocken. Warte, jetzt muss ich die Steuerung wieder gewohnt werden. Wie konnte ich jetzt schnell was aufheben? So, genau, richtig. Das war Steuerung und nach vor. Genau, die Erzbröckchen. Ja. Ich will nur kurz Einstellungen. Audio. Ich muss die Musiklautstärke doch etwas dämpfen. Ich glaube, so ist okay.
Ja, es war doch etwas zu laut. Entschuldigung. Tja. So. Ja. Gut, gut, gut. Das zu dem. War nicht besonders schlau. Da drüben stehen Leute, das ist aber auch neu. Die gab's vor 5 Jahren noch nicht. Tja, ne? So ändern sich die Zeiten. Ui, ein Tränkelein. Blatsch, blatsch. So, gehen wir mal ein bisschen schwimmen. Da vorne ist noch was. Ein Pokal. Den nehmen wir auch gleich mit. Sehr schön, sehr schön. Oh, oh, die Barriere. Ich sollte da nicht lang. Das ist nicht gut. Kann ich eigentlich tauchen? Mittlerweile? Konnte ich das früher schon? Nein, ne? Konnte nur schwimmen. Ja, ist ja wurscht. Dann stellen wir die Kamera wieder schön ein. So, ja. Das genau. Ich werde auch hier... jetzt stecke ich fest. Echt das? Ich wollte sagen, ich... jetzt schon. Ich werde hier keine 15-Minuten-Parts machen, so wie damals, sondern gleich eine halbe Stunde. Habe ich mir halt gedacht. Und, ja. Mal gucken. Das ist wirklich nicht mein Problem. Eine Fackel. Haben Sie sich dann tatsächlich beim Dieser die Welt der Verurteilten ein bisschen zum Vorbild genommen? Das wäre eh cool. Früher wäre das aber alles für dich. Muss nicht gleich jeder. Butler, wat? Was war das jetzt? Da war gerade eine Mitteilung. Butler, irgendwas. Keine Ahnung. Man darf auch nicht alles glauben. Grüß euch, Burschen. Wie geht's euch? Hey, du. Wie ist das Leben hier? Wie ist das Leben hier? Wenn die Erzbarone dich schicken, sag ihnen, ich will keinen Ärger. Von mir bekommt keiner was zu hören. Ich bin zufrieden mit dem, was sie uns geben. Also niemand nix. Schickt mich. Ich bin neu hier. Ein Neuer. Neue kriegen hier immer schnell Ärger. Ich will in nichts reingezogen werden, klar? Okay. Ich will mehr über das Lager, also über dieses Lager vor allem erfahren. Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann solltest du mit den Schatten reden. Sie können dir noch am ehesten sagen, was du wissen willst. Aber sei vorsichtig. Den meisten von ihnen kannst du nicht trauen. Okay, der ist ja voll schüchtern, der arme Teufel. Wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Hier im äußeren Ring treiben Fletcher, Bloodwin und Jackal das Schutzgeld ein. Jedem gehört 1/4. Wenn du dich mit ihnen gut stellst, kann dir nichts passieren. Im äußeren Ring. Das ist jetzt, muss man wissen, das betrifft jetzt schon das alte Lager. Da gibt es den inneren Ring und den äußeren Ring. Das seht ihr dann später, wenn wir mal im Städtchen drinnen sind. Und eben das dritte Abteil ist halt, wo die Magier drin sind, wo Gomez drin ist, ne? Wo Taurus uns wahrscheinlich nicht reinlassen wird. Mal schauen. Ich will bei euch mitmachen. Ich will bei euch mitmachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du freiwillig in den Minen schuften willst. Einer wie du kann schon bald in der Burg leben. Ja, das wäre mir ein Vergnügen. Wo finde ich Taurus Thiego? Wo finde ich Taurus? Er steht für gewöhnlich am Eingang zur Burg. Und wo finde ich Thiego? Wo finde ich Thiego? Tagsüber steht er für gewöhnlich bei Taurus am Eingang zur Burg. Aha, danke. Mach's gut und sei nicht so schüchtern. Ich tue dir nix. Hey du. Alles klar? Alles klar? So klar wie vor 20 Jahren. Und seitdem hat sich hier nicht viel verändert. Achso, bist du so lange hier? Was gibt es hier für wichtige Orte? Was gibt es hier für wichtige Orte? Wenn du keine Lust hast, in den Minen zu schuften, solltest du dich am Eingangsplatz zwischen Nordtor und Burgtor rumtreiben. Wenn du Glück hast, gibt Taurus oder Thiego dir eine Aufgabe. Dann kannst du dich bewähren. Es ist bestimmt nicht schlecht, zu Gomez-Leuten zu gehören. Oder du hast das Glück, einen Magier zu treffen. Sie wollen manchmal, dass du einen Botengang für sie erledigst. Sie zahlen immer gut. Die Magier kommen aus der Burg raus? Wann? Was weiß ich? Frag die Leute, die da wohnen. Gott sei Dank. Super. Gibt es hier Leute, die ich kennen sollte? Gibt es hier Leute, die ich kennen sollte? Als Neuer solltest du dir es nicht mit Grabo verscherzen. Er ist zwar nur ein Buddler, aber er hat Beziehungen bis zu den Erzbaronen. Wenn du mal ein Problem mit Gomez Leuten hast, kann er dir helfen, dich freizukaufen. Aha. Ja, danke. Was muss ich tun, um in diesem Lager aufgenommen zu werden?
Was muss ich tun, um in diesem Lager aufgenommen zu werden? Als Schatten oder Gardist, meinst du? Es wird nicht leicht, Junge. Du wirst einige Prüfungen bestehen müssen, bevor der alte Torus dich Gomez vorstellt. Und du musst dich mit den Leuten hier gut stellen, aber solange du kein Lager angehörst, nimmt dich keiner ernst. Wenn ich du wäre, würde ich mich bei den Schatten umhören. Unter ihnen findest du noch am ehesten einen, der dir hilft. Natürlich nur für eine Gegenleistung. Ja, ist ja klar, nichts ist umsonst, ne? Dann kannst du mir irgendwas Interessantes noch erzählen? Ohne Sprachausgabe? Weil du hast mir gerade die Sprache verschlagen. Hat dir jemand schonend vom großen Aufstand erzählt? Schon mal vom großen Aufstand erzählt? Der Tag, an dem die Barriere errichtet wurde, begann wie jeder andere auch. Wir Gefangenen saßen im Innenhof der Burg und sollten gerade zur verlassenen Mine aufbrechen, um unsere Arbeit nachzugehen. Plötzlich gab es einen lauten Knall und der Himmel wurde mit Blitzen überzogen. Ja. Dann spannten sich die blauen Kuppeln über das gesamte Tal, heute als die Barriere bekannt. Die Aufseher waren wahrscheinlich nicht in die Pläne eingeweiht, die da genauso überrascht. Sie waren genauso überrascht wie wir. Aber es gab unter den Gefangenen auch Leute, die fehlenden Aufmerksamkeit ausnutzten. Gomez und seine Jungs sahen ihre Chance und griffen die Aufseher an. Quasi ist das jetzt einfach die Nacherzählung zu dem Video, das wir gesehen haben. Die Spitzhacken, mit denen wir eigentlich unsere Arbeit verrichten sollten, dienten als Waffen, um die Aufseher umzubringen. Als die Aufseher alle tot waren, gab Gomez die Anweisung, dass sich seine Leute die Waffen und Rüstungen der Aufseher schnappen sollen. Die Leichen warfen sie anschließend in den Fluss als Futter für die Snapper. Mahlzeit. Danach begann die Herrschaft von Gomez. Glaub mir, Junge, wenn du sowas jemals miterlebt hast, vergisst du es nie wieder. Ja, das ist so dramatisch gewesen, dass er sprachlos ist. Mach's gut. Halt die Ohren steif, Junge. Jawohl. Ich werde sie mir gleich festmachen. So. Was war da? Eine Fackel? Das kann man auch. Kann man das anzünden? Wahrscheinlich. Da haben sie Scavenger aufgehängt, gehängt, gehangen. Hey, du. Ein Schatten. Hi. Hi. Was willst du? Nix mehr. Kannst du mir das Lager erzählen, von wir sollten dich kennen? Wie, ich will ein Schatten werden, ja genau. Ich will ein Schatten werden. So, hast du schon mit Diego geredet? Gerade vorhin. Ja? Ja, habe ich. Gut, tu einfach, was er sagt. Ja? Das hat mir auch nicht geschadet. Okay. Jedenfalls nicht wirklich. Aha. Ja, höhö. Na gut. Dann hast du einen Namen? Nicht wirklich. Ich denke, hey, du wirst dasselbe sagen. War doch klar, dass das Ärger gibt. Na, wie geht's? Na, wie steht's? Was genau willst du von mir? Klar, dass das Ärger gibt. Reden. Wer ist hier der Post? Das wissen wir schon. Ich will mich gerne den Schatten anschließen. Hatten wir auch schon. Nichts dabei. Danke. Ich will mich hier noch umschauen. Ein Gardist haben wir da. Carlos. Hey, Kleiner. Komm doch mal hierher. Was willst du von mir? Das ist wieder keine Sprachausgabe. Die haben dich gerade unten reingeworfen, was? Du kannst dich schon direkt nützlich machen. Aha, gibt's hier eine erste Quest? Bevor du hier reingeworfen wurdest, haben wir eine Lieferung mit Waren aus dem Außenwall bekommen. Leider sind einige Dinge ins Wasser gefallen, als die Lieferung hier runtergefahren wurde. Spring nochmal schnell ins Wasser und hol die Sachen wieder hoch. Kann schon sein. Warum machst du den Scheiß nicht selber? Was springt für mich raus? Ja, genau. Was springt für mich dabei raus? War doch klar, dass das Ärger gibt. Darüber können wir uns noch unterhalten, wenn du fertig bist. Also nix. Jetzt sieh erstmal zu, dass du deinen Arsch ins Wasser schaffst. Mit Schwung oder ohne? Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Erst reden wir über die Belohnung. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Ja, ich bin mal mutig. Vielleicht haut er mich jetzt zu Brei.
Weißt du, was wir hier mit vorlauten Neuen machen? Nein, ich werde es dir zeigen. Oh, oh. Ich habe keine Waffe, ich bin hilflos. Jaha. Okay, mach's noch einmal und du kannst was erleben. Au. Ich hab's gewusst, ich krieg aufs Maul. Ich musste es mal. Ich musste es euch demonstrieren, ne? Also immer höflich bleiben zu älteren Menschen, ja? Weil sonst hauen sie einen zu Brei. So. Kann ich, darf ich wieder aufstehen? Ich habe Blut verloren. Entschuldigen Sie, ich bin gerade ausgerutscht. Habe ich jetzt die Quest noch oder eher nicht? Erzbrocken, Bier. Ich blute. Okay, die Barriere schon wieder. Ich blute immer noch. Habe ich jetzt die Quest bekommen oder eher nicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Müsste ich das jetzt nochmal laden? Verdammt, ich. Ich habe nicht gespeichert. Mal lupschen, aber normal müsste ich die Sachen schon haben, ne? Sind ins Wasser gefallen, kann ich dann vielleicht doch tauchen? Ich glaube nicht, dass das geht, oder? Obwohl doch, Trottel. Mit Alt geht das. Sicher konnte ich tauchen. Werde ich auch später brauchen noch. So, muss mich nur noch dran gewöhnen. Mal wenig Luft holen. Aber ich glaube, das hilft mir jetzt nichts, ne? Ich habe die Quest jetzt versemmelt. Wie schaut es denn eigentlich mit dem Part aus? Streng gesehen wäre er eh zu Ende. Halt, da ist noch was. Ein Hammer. Ein Trank. Was haben wir hier noch? Eine Münze. Mal ein bisschen tauchen, ich sehe gar nichts. Ein paar Leichen sind hier. Also wie es ausschaut, nicht allzu gefährliches. Au, ja, und das wollte ich euch auch mal zeigen. Wenn ihr nämlich zu nah an der Barriere seid, verreckt sie einfach. Das passt mir jetzt eh ganz gerade ganz gut. So, kann ich? Jetzt muss ich das neu starten, ne? Ja, klar. Na gut. Würde ich sagen, das passt genau für den ersten Part. Gestorben und verhaut worden. Und ich würde sagen, im nächsten starten wir einfach nochmal bei Carlos und nehmen die Quest vernünftig an. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und ich hoffe sehr, ihr freut euch genauso wie ich über dieses Let's Play, Replay, wie man sagen möchte, meinen möchte. Und vor allem auch auf die Dinge, die uns hier neu erwarten durch das DLC. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!